Meine Damen und Herren, Sie haben sicherlich bemerkt, Sie können dann raten, was das heißt, ob das mit unserem Geburtstag zu tun hat oder sonst eine witzige Idee unseres Grafikers. 10 Jahre Bach-Stiftung, 100. Kantate. Und stellen Sie sich vor, die Kantate hätte geheißen, ihr werdet weinen und heulen. Es hätte nämlich durchaus sein können, denn die Kantaten haben wir schon über 2 Jahre her bestimmt und es ist uns dann in den Sinn gekommen, irgendwann kommt mal die 100. Und wir wussten dann nicht einmal, ob es die 100. ist. Wir mussten zählen und schauen, was nehmen wir mit, was nehmen wir nicht mit. Bach im Fluss zum Beispiel haben wir dann ausgesondert. Wir haben auch die Matthäus-Passion ausgesondert und sind nun zum ungefärbten Gemüte gekommen. Hören Sie doch die Musik. Es hat etwas Volksnahes und der Text auch ein ungefärbt Gemüte an deutscher Treu und Güte. Jetzt eine Frage, gehörst du auch zur Kategorie der ungefärbten Gemüter? Ich hoffe es, aber ich kann es nicht ganz sicher sagen, denn ungefärbt heißt eigentlich ungeschminkt. Und da habe ich nun hinten von unserem Gehilfen da die Schminke bekommen, damit mein Gesicht nicht glänzt. Was soll ich jetzt sagen? Karl ist eben kein farbloser Mensch. Und ich denke, ungefärbt bedeutet nicht eine farblose Persönlichkeit. Vielleicht die Frage vom Deutschen an deutscher Treu und Güte. Ja, das hat eigentlich ja nicht mit einer Nation, etwas zu tun, sondern es ist die Meinung, Treue und Güte, das ist etwas, was den Menschen schön macht, was ihm gut ansteht. Man könnte, wenn der Dichter jetzt ein Franzose gewesen wäre, hätte er vielleicht etwas Französisches gesagt oder man könnte auch etwas Englisches sagen. Wir benutzen aber dieses Wort natürlich auch in anderem Zusammenhang. Wenn wir sagen, ich habe es ihm deutsch und deutlich gesagt, da ist ein anderer Klang dahinter und das müssen wir auch mit hier mit hineinnehmen. Telemann hat diese Kantate übrigens auch vertont und noch weitere Komponisten. Es wäre eine Alternative gewesen. Telemann benutzt 2 Hörner und es ist so eine Musik. Klingt natürlich auch sehr schön. Und Johann Sebastian Bach, wenn Sie mein Arbeitsblatt zur Hand nehmen, sehen Sie bei Alfons diese Musik mit den wiederholten, eindringlichen Noten auf der Quinte. Und gleich nochmals. Hier ein Gegensatz, diese weichen, schönen Achtel und die elegante Figur und im Bass. Lam, bam, bim, bam, 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 bim, bam, bim. Was singt die Sängerin, wenn sie auf der 2. Zeile bei B schauen? Ein ungefähr. Gemüte. Und dann geht es weiter an deutscher Treu und Güte. Und die Treue ist immer auf einem Liegeton. Singen Sie doch mal dieses Na. Thank you.
Hörner bei Mozart, diese Mittelstimme, also nicht der Grundton, sondern die Quinte. Wenn Sie das nochmals hören und dann nachher an deutscher Treu und Güte. Und im zweiten Textteil, der Christen tun und handeln, ihr ganzer Lebenswandel soll auf dir gleichem Fuße stehen. Was ist das für ein Fuß, Karl? Was würdest du unserem Publikum raten für Schuhe für diesen Fuß? Eben nicht zu große Schuhe, sondern das richtige Maß. Also wir würden eher sagen, auf dem gleichen Fundament, nämlich was vorhin genannt worden ist. Aber wir kennen ja diese Redensart, der trägt da zu große Schuhe. Das passt nicht zu ihm. Hier geht Johann Sebastian Bach dann ins Moll. Der Christen tun und Das Handeln mit Koloratur, das Tun und Handeln scheint ihm hier wichtig zu sein. Und dann geht die Musik in diesem Quintfall, Sie hören, also in dieser Sequenz, und dann wäre die Lösung, ihr ganzer Lebenswandel soll auf der gleichen Fuße stehen. Aber Bach dreht hier die Musik und nach dieser sehr logischen Abhandlung musikalisch dreht ab, als ob er sagen will, wie ist das dann mit den Christen? Gehen die auch diesen Lebenswandel, nämlich treu und gütig sein? Und ich glaube, wenn Sie dann heute Abend hören, bemerken Sie, dass die Musik in der Mitte doch recht dissonant wird, was natürlich aus musikalischen Gründen erfolgt sein könnte, denn nach viel Dur ist nochmals Dur und nochmals Dur vielleicht etwas ermüdend, aber ich glaube auch, es könnte mit dem Text zu tun haben. Jedenfalls am Schluss haben wir wieder unser schönes Ritornell und das beschließt in einem edlen, schönen F-Dur. Wenn du, Karl, eine Predigt vorbereitest, du hast ja manche Jahrzehnte Predigten vorbereitet, hattest du sicher von der formalen Gestaltung eine Idealform, die du mindestens aus meiner Erinnerung heraus sehr oft gebraucht hast. Und wie würdest du die in Kürze zusammenfassen, deine formale Gestaltung einer guten grafischen Predigt? Ja, jetzt hast du so lange Jahre zugehört. Sehen Sie, das ist beim Fußball so. Ich wollte ihm einen Pass geben, damit er das Goal schießen kann. Aber er sagt mir das. Natürlich könnte ich sagen. Dass die Außenstehenden wissen es nämlich meistens noch besser. Aber Karl, wenn jetzt du diesen Pass nochmals aufnimmst. A und B und C und D und E. Also wichtig ist, dass die Gemeinde versteht, um was es da geht. Da muss also der Aufbau klar sein. Und man kann es nicht jedes Mal genau gleich machen. Es kommt auf den Text an, muss ich jetzt, kann ich schön der Reihe nachgehen, oder ist im Verlauf dieses Textes ein schwieriger Begriff und die Leute hören mir am Anfang gar nicht zu, weil sie denken, hoffentlich kommt er jetzt dann zu diesem schwierigen Wort und dann macht er aber eine lange Einleitung und geht immer noch die Predigt weiter. Also das sind so Grundsätze und man muss wissen, wie man anfängt und wie es aufhört. Und nach Luthers Motto, steig rasch auf, mach's Maul auf, mach's bald aus.
Das stimmt, das ist bei Karl so gewesen, kurz und bündig, aber es begann immer mit dem Bibelwort. Bibelwort, die Devise, das war mal das, was am Anfang stand. Und nachher hast du begonnen, homiletisch meistens, also dem Text entlang, das zu entwickeln und hast dann die verschiedenen Sachen dort eingebaut. Bei dieser Kantate ist es nämlich anders und das wäre für mich sehr wesentlich. Vielleicht könntest du uns in kurzen Worten, Karl, den Aufbau dieser Kantate erklären. Wie steht es mit dem Hauptwort und wann kommt es und wie ist das gestaltet? Ja, nicht wahr? Sie wissen, der Librettist musste ja immer irgendwie Bezug nehmen auf den Evangelientext, über den gepredigt wurde an diesem Sonntag. Und Sie haben vielleicht gesehen im Programmheft, es ist hier Abschnitt aus der Bergpredigt in der Lukas-Fassung, wo davon die Rede ist, wir sollten barmherzig sein, wie Gott barmherzig ist, wir sollten nicht richten, wir sollten nicht den Splitter im Auge des Nächsten sehen und den eigenen nicht und so weiter. Der Dichter nimmt nicht diese verschiedenen Teile auf, sondern findet klug ein einziges Wort Jesu, das alles das treffend zusammenfasst. Sie sehen es in Nummer 3. Alles nun, das ihr wollt, das euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen. Und der Dichter nimmt das als Mitte, dieses Jesuswort. Und nun wird dieses Jesuswort gleichsam eingerahmt, voraus ein Rezitativ und hinten nach ein Rezitativ. Nummer 2, Rezitativ zum Thema die Redlichkeit. Nach der Kantate ein anderes Rezitativ mit dem Thema die Heuchelei. Und dieses Gesamte wird nochmals wieder eingerahmt, am Anfang mit der Eingangsarie, die wir gerade gehört haben, da ist die Rede vom Treu und Güte. Und am Schluss die Arie 5, Treu und Wahrheit. Nochmals die Gedanken aufgenommen. Also ein sehr gut durchdachter Aufbau, wie das zusammengehalten wird. Und dann könnte nicht passender sein, als Schlusschoral dieses Gebet, O Gott, du frommer Gott. Und das muss ja eigentlich eine Freude gewesen sein, solchen Text zu vertonen. Unser Kommentator, der Schulze, Johannes-Joachim Schulze, spricht zu dieser Kantate, er könne sich eigentlich nicht vorstellen, dass heute jemand diesen Text sehr annehmend empfände und ihn Lust bekäme, den zu vertonen. Umgekehrt ist, scheint's, Philipp Telemann der Meinung gewesen, dieser Dichter, Erdmann Neumeister, sei eigentlich der einzige und beste Dichter in Sachen geistlichen Gedichten gewesen. Wir stellen Ihnen die Kantate jetzt vor und Sie können dann selber nach überlegen, ob wir dem Herrn Schulze recht geben wollen oder dem Philipp Telemann. Wir können nun in die Kantate gehen, den Eingangsteil, die Arie für Alt und für Streicher, die alle das Gleiche spielen, Violine 1, 2 und Brace, unisono mit der Bassgruppe. Und nun das Rezitativ des Tenores. Sie können nachlesen im Textheft. Die Redlichkeit ist eine von den Gottesgaben. Nachher dann die Frage an dich, was ist Redlichkeit und ist das wirklich eine Gottesgabe? Dass sie bei unserer Zeit so wenig Menschen haben, das macht, sie bitten Gott nicht drum. Kurzpredigt von Karl Graf. Hier wird etwas ganz Wichtiges ausgesagt. Weiter unten heißt es ja dann, die Natur des Menschen sei böse von Natur aus. Das haben Sie sicher auch schon gehört in mancher Predigt. Aber das ist nur ein Teil. Das heißt nicht, dass der Mensch grundsätzlich zu nichts Gutem fähig sei.
Es wäre töricht, wenn man zum Beispiel behaupten würde, ein Schlitten könne nur abwärts fahren. Natürlich kann er auch aufwärts fahren, wenn jemand zieht. Und hier geht es genau um diese Gaben Gottes, die eben den Menschen ziehen. Der Apostel Paulus spricht von den Charismen, den Gnadengaben, die uns gegeben sind. Und Redlichkeit könnte nun eine solche Gabe sein, die den Menschen, der von Natur aus eher zum Bösen geneigt ist, auf den rechten Weg aufwärts zieht. Die Natur, selbstverständlich, da müssen wir gar nicht mehr drüber reden, denn von Natur. Auch bei der 100. Kantate liefert uns Herr Bach einen vermiederten Septakkord. Geht unseres Herzens dichten mit lauter Bösem um, soll seinen Weg auf etwas Gutes richten, so muss es Gott durch seinen Geist regieren und auf die Bahn der Tugend führen. Hierzu haben wir die Predigt von Herrn Graf bereits gehört. Halleluja! Verlangst du Gott zum Freunde, so mache dir den Nächsten nicht zum Feinde durch Falschheit, Trug und List. Zweite Kurzpredigt von Herrn Graf. Denken Sie nochmals ans Jesuswort, das dann in der Mitte steht. Alles, was ihr wollt, dass die Leute euch tun, nimmt in anderer Weise diesen Gedanken auf, nämlich mach aus dir selbst ein solches Bild, wie du den Nächsten haben willst. Also eine Beziehung hin und her. Übrigens die Redlichkeit, ein interessantes Wort, hängt natürlich mit Reden zusammen. Und das Wort Reden soll aus dem germanischen Ration kommen, was irgendwie Rechenschaft heißt. Und redlich handeln würde also heißen, so handeln, wie man es verantworten kann. Herr Graf hat nicht auf meine Frage geantwortet, denn er hat den Text übersprungen, vom Feinde der Falschheit, dem Trug und der List. Dann sage ich es Ihnen, nämlich was macht Bach mit diesen fantastischen Worten? Hören Sie doch das. Verlangst du Gott zum Freunde, eine tiefe Subdominante, so mache dir den Nächsten nicht zum Feinde. Querstände, egal was das heißt, aber Sie hören scharf, jetzt nicht so, sondern durch Falschheit. Jetzt wäre die richtige Auflösung so, jetzt macht er durch Falschheit, Trug und List. Es kommt nämlich noch eine Zwischenpredigt. Ein Christ soll sich der Taubenart bestreben, das ist der Rukusole, gell? Rukule, wie die Tauben, die Söldner. Und das ist eine andere Geschichte. Herr Pfarrer Graf, liebst du die Tauben? Ich bin ein frecher Kog heute, gell? Ja, gewiss. Wie sollte man sie nicht lieben? Denn sie sind ja Symbol für verschiedene wichtige Dinge. Das ist das Symbol für den Heiligen Geist. Und es wäre nun nicht gut, wenn ich als Pfarrer sagen würde, ich hätte die nicht gern. Ich hatte einen lieben Kollegen, der hatte selber in seinem Pfarrhaus einen Taubenschlag und die flogen also da über der Pfarrhaustüre Tauben ein und aus. Auch ein Bild natürlich aus der Bibel, das hier aufgenommen wird, wie wir das bei unseren Texten in diesen 10 Jahren immer wieder gesehen haben. Die Zartheit der Taube in F-Dur. Und dann kommt dieses Wort, das Karl genannt hat als Vorbereitung für den großen Auftritt des Chors. Und ich glaube, da könnten wir mal schauen, habe ich das auf dem Blatt? Nein, das habe ich nicht, das muss ich Ihnen
nur akustisch zeigen. Sie hören den Tenor, der singt: Mach aus dir selbst ein solches Bild. Und hören Sie die Basslinie? Das ist der Tenor und das ist der Bass, also der Continuo-Bass. Und Sie merken, es ist eine Nachahmung, eine Imitation, aber keine perfekte. Ob es etwas zu bedeuten hat, dass es hier eine Septim ist, ein unvollständiges Intervall, und hier eine Oktave als vollständiges Intervall. Jedenfalls ist die Imitation vielleicht Bild auch dieser Idee, das zu tun, was man hofft, dass der andere dann auch tut. Schlicht und einfach, hören Sie nochmals zu. Mach aus dir selbst ein solches Bild, wie du den Nächsten haben willst, wie du den Nächsten, wie du. Also das wie du wird betont. Dem Nächsten mach aus dir selbst ein solches Bild, wie du dem Nächsten haben willst. Und jetzt ist sozusagen der Doppelpunkt da. Es ist mehr als ein Doppelpunkt für mich. Es wird angekündigt, es wird gesagt, durch das Arioso bekommt es sogar noch mehr Gewicht. Und jetzt bekommt es das ganz große Gewicht, dass der Eingangschor nicht an erster, sondern an dritter Stelle steht. Das Bibelwort, das zitiert wird, kommt also nicht am Anfang der Predigt, sondern in der Mitte. Und so war es bei dir, Karl, relativ selten, ich glaube sogar nie. Aber ich finde, das ist einfach so die Wahl der Art des Aufbaus. Und ich glaube, das ist auch hier bei Bach ein nicht singulärer, aber ein seltener Fall. Alles, was ihr wollt. Ist das nicht, Karl, die goldene Regel? Tatsächlich, so heißt sie. Ist als natürlich in vielen Sprichwörtern aus allen Ländern bekannt, aber in der negativen Form. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füge auch keinem anderen zu. Was neu ist, Jesus hat es ins Positive gewendet. Die volkstümliche Formel sagt, du sollst niemandem etwas zuleide tun. Jesus sagt, wir sollen jemandem etwas zulieb tun. Ist ein merklicher Unterschied. Ein großartiger Chor, zweigeteilt, und das möchte ich Ihnen schnell zeigen. Schauen Sie doch bei Cäsar auf meinem Arbeitsblatt, da sehen Sie das erste Motiv. Alles, alles. Man fragt sich, was ist das für ein Takt? Es ist 1, 2, 3. Der Chor singt a cappella mit dem Continuo. Alles, alles. Ich habe das Orchester als Antwort dazu gespielt. Nachher der Chor. Alles, alles. Das haben Sie nicht mehr auf Ihrem Blatt. Jetzt kommen die Spiele mit dem Chor. Alles nun, alles nun, dass ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen. Und jetzt die zweite Idee bei C2 auf der dritten Ebene. Das tut, 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 das tut. Eine x-malige Wiederholung des Wortes. Tun, tun. Vorhin haben wir es schon gesehen. Das Tun ist hier in dieser Kantate ganz besonders ausgeprägt. Ich war in Dresden, habe in Dresden bei den Diakonissinnen gewohnt. Die wollten jeden Tag das Abendmahl. Warum? Sie sagten, wir müssen gestärkt sein für unsere Arbeit auf den Straßen. Und das hat mir so Eindruck gemacht. Die haben nicht fromm geschwatzt, die haben getan. Ich war richtig begeistert. Und das ist hier, glaube ich, auch. Vielleicht ist es eine lutherische Grundhaltung, ich weiß es nicht, Karl. Das Tun. Also, du hast vorhin gesagt, die Klappe zu oder die Klappe auf, dann die Klappe zu und dann, was ist nachher?
der Braten am Samstag, am Sonntag. Also das wäre natürlich völlig falsch verstanden, wenn man dann sagen könnte, hat er schön, hat er es wieder gesagt, und dann geht man zur Kirche hinaus. Das soll ja die Folge sein, wenn wir nochmals Luther zitieren wollen. Er hat in seiner Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen sehr schön gesagt, also, wenn der liebe Gott mir verzeiht und so gut weit mit mir, dann kann ich ja nicht anders als aus Freude und selbstverständlicher Dankbarkeit so leben und das tun, was er von mir erwartet. Das wäre christlich verstandener Glaube. Und Sie sehen, genau das, was du gesagt hast, Karl, ist in dieser Musik sichtbar. Das Tun, Sie werden es hören, kommt x-fältig vor, ich weiß nicht wie viele Mal. Und das Beispiel C3, auch auf der dritten Ebene, ist auch so schön, dieses Alles, alles nun, das ihr wollet. Alles, alles nun, das ihr wollet. Und das zweite Mal Alles, alles nun, das ihr wollet. Und plötzlich bricht die Musik ab und geht in eine große Fuge über. Die habe ich Ihnen aufgezeichnet bei D wie Dora. Der Tenor singt Alles nun, das ihr wollet, dass euch die Leute tun sollen. Das ist dieses Motiv, das schwingt von oben. Es geht wieder hinauf, es geht noch höher hinauf. Es kehrt hinauf, es geht nach unten. Es ist immer in etwa einem ähnlichen Ambitus, das heißt im gleichen Umfang. Das zweite Thema, das gleichzeitig ist, klingt, sehen Sie in der zweiten Zeile von Dora, nämlich der Bass, der singt, das tut, das tut, das tut, das tut ihr ihnen, das tut ihr ihnen. Zusammen, alles nun. Ich habe lange überlegt, wie könnte man das musikalisch lustig darstellen, toll darstellen, das eine tun, damit der andere etwas tut, also diese Hin- und Her-Bewegung, habe ich gedacht, vielleicht durch die Umkehrung eines Motivs oder durch das Lesen vom Motiv von hinten nach vorne, wie beim Quoniam, Quoniam, pa. Die Hornarie, die beginnt nämlich mit unten, geht hinauf, hat den Mittelton, jetzt geht es in den hohen Ton und geht in den unteren. Wenn ich jetzt das umkehre, der letzte Ton, der zweitletzte Ton und der drittletzte Ton und der viertletzte Ton und der fünftletzte Ton, dann haben Sie eine Figur wie Anna, wo Sie von hinten und nach vorne lesen können. Das Quoniam wäre vielleicht so etwas gewesen, aber Bach macht es anders. Er benutzt beide Themen gleichzeitig. Es ist eine sogenannte Doppelfuge, das heißt, ich habe das eine Thema und das andere Thema gleichzeitig. Wenn Sie es nochmals hören wollen, ich habe es ein bisschen eingespielt für Sie. Jetzt Alt und Sopran. Jetzt Sopran. Alles nun, was ihr wollt, das tut, das tut. Was? Alles nun, das ihr wollt, dass euch die Leute tun. Das tut, das tut, das tut, das tut, das tut, das tut, das tut ihr ihnen. Und am Schluss wird es ganz intensiv. Da macht es dann, das tut, die tut, das tut, das tut, das tut, das tut, das tut ihr ihnen, das tut. Das tut, 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 das tut er ihnen. Es ist großartig, wie Bach hier Theologie betreibt. Und wenn ich an die Worte von dir, Karl, zurückdenke, das ist der rechte Gottesdienst, zu hören und nachher zu tun, dann sehen Sie, wird hier natürlich gepredigt. Und dann kommt die Heuchelei. Kennen wir ja alle nicht, gell? Das ist uns unbekannt. Das ist nämlich wirklich eine Brut,
die Belial, der Teufel, ausgeheckt. Wer sich in ihre Larve stecket, der trägt des Teufels Lieberei. Das hat mit Liebelei nichts zu tun, vielleicht auch. Es hat auch nichts zu tun mit den Kindern Gottes, sondern heißt die Livree. Quasi, ich ziehe mein Jäckle an und wie du schön beim Ruckstuhl bei meiner Cremeschnitte gesagt hast, und nicht irgendeinen rotarischen Orden, sondern einen kleinen Dreizack. Ja, möchtest du dich noch ausführlich äußern über das Heucheln? Nein, ich finde, das spricht ja für sich selber. Diese Bildersprache, wie Heuchelei dargestellt wird. Es geht ja dann weiter in dem Sinn, also vom Wolf im Schafspelz und so weiter. Alle diese trefflichen Bilder. Und sehr schön, ähnlich wie wir es schon bei Nummer 2 hatten, dass am Schluss eine Schlusszeile folgt. Dort heißt, mach aus dir selbst ein solches Bild, wie du den Nächsten haben willst. Haben wir hier die Schlusszeile, der liebe Gott behüte mich dafür. Also wir sagen heute davor, möge Gott mich vor diesem teuflischen Tun behüten. Beim Studieren der Kantate ist mir aufgefallen, wie gegenwärtig dieser Text ist, wie zeitgenössisch er ist. Man kann ihn eigentlich so, wie er ist, verstehen und sagen, ja, das ist etwas, das wir kennen. Und wie wenige redliche Menschen kennen wir. Wir haben uns bei unserem Gespräch überlegt. Und ich habe dich dann gefragt, kennst du einen redlichen Menschen? Wen würdest du nennen? Und dann haben wir natürlich gesagt, Rudolf und Karl. Haben wir nicht gesagt übrigens. Wir wissen es, das heißt, ich weiß es jedenfalls. Aber eben, es ist vielleicht eine spannende Frage, ob es das gibt. Jedenfalls die Heuchelei ist für den Komponisten eine große Lust zu vertonen. Ich denke, Bach hat das auch gehabt. Was macht er? Ein Secco-Rezitativ. Sie wissen, was Secco heißt? Kurz, Prosecco, ein kleiner, nicht, das stimmt wahrscheinlich nicht, ein kleines Schlückli, das stimmt ja meistens auch nicht. Aber hier die kurzen Noten, nämlich Viertelnoten. Ich spiele nur die Akkorde. Komisch, gell? Klingt so wie irgendein Pianist, der den Flügel ausprobiert, ob der funktioniert. Wenn ich die Akkorde jetzt nacheinander spiele, etwas mehr im Zusammenhang. Wenn ich da zu improvisieren beginne. An der 100. Kantate soll mein lieber, ewiger Johannes Brahms nicht unzitiert bleiben. Natürlich, wenn Sie den Text anschauen, verstehen Sie als Kennerinnen und Kenner dieser Materie, und das sind Sie nach 10 Jahren, eindeutig. Das spüre ich. Ich rede viel jetzt über Bach, ich werde oft gefragt. Ich spüre die Resonanz eines Publikums. Und das Interesse ist stets da, aber die Resonanz ist oft nicht so stark. Und bei Ihnen ist das wirklich ein Hallraum der schönsten Ausführung. Man merkt, hier ist ein Text natürlich, der diese Angelegenheiten in scharfe Dissonanzen und unerwartete Auflösungen bringt. Hören Sie den Bass. Die Heuchelei ist eine Brut, die Belial gehecket, wer sich in ihre Larve stecket, er trägt des Teufels Lieberei. Wie lassen sich denn Christen dergleichen auch gelüsten? Und Sie hören, hier spricht ein Mensch, der will den anderen John ein bisschen die Schande sagen. Was ist das für ein Mensch, der hier spricht?
Ein Bass, sicher nicht Vox Christi, oder würdest du meinen? Nein, das ist, ich würde sagen, das ist jetzt der Prediger, der das den Leuten sagt. Also stellt euch mal vor, wie könnt ihr auch, nicht wahr? Ja. Also ich glaube, es ist ein Predigender und ein auch donnernder Prediger, der den Leuten das sagt. Und dann sagt, wie? Lassen sich den Christen dergleichen auch gelüsten? Aha. Also nicht nur die böse Welt und dann Gott sei es geklagt. Die Redlichkeit ist teuer. Manch teuflisch Ungeheuer sieht wie ein Engel aus. Und dann kommt sehr schön, ohne Begleitung, man kehrt den Wolf hinein. Ja. Den Schafspelz kehrt man aus, wie könnte es ärger sein? Verleumden, schmähen, richten, verdammen und vernichten ist überall gemein. Und dann ganz lakonisch, so geht es dort, so geht es hier. Hören Sie nochmals? Eine Aufwärtsbewegung. Dort, hier, die Streicher begleiten. Und jetzt ohne Begleitung, das habe ich Ihnen vorenthalten, diese Akkorde, das wäre sonst das Cembalo, vielleicht mit der Orgel zusammen und dem Cello, aber hier sind es die Streicher. Sie spielen die kurzen, auskomponierten Akkorde und bekommen dadurch natürlich eine unglaubliche Dimension der Kommentierung durch den Klang, durch die Sprache des Streichenden. Und diese sehr schwierige Nummer, wenn wir wirklich jeden Viertel ein bisschen anders gestalten, ja, da können Sie sehen, wie Bach uns die Möglichkeit gibt, diesen Worten besonderes Gewicht zu verleihen. Und dann am Schluss, der liebe Gott behüte mich, ohne Begleitung, nur ein Cello und die Orgel. Der liebe Gott, behüte mich dafür. Der liebe Gott, behüte mich. Der liebe Gott, behüte mich dafür. Schlicht, und der Prediger geht wie in sich und kehrt um und sagt, ja, ich nehme an, ich muss selber sehr aufpassen, dass ich nicht falsche Worte am falschen Ort sage. Sie sehen, eine grandiose Kantate. Und das von Woche zu Woche. Und wenn wir 10 Jahre feiern, klar, wir könnten jetzt sehr viel danken. Sie wissen, wem wir alles danken würden. Aber ich glaube, wenn ich einen ganz besonderen Dank ausrichten würde, wäre es Johann Sebastian Bach, der mit seinen unendlichen Kräften und seiner stets fließenden kompositorischen Kraft uns bestückt mit so vielen herrlichen Werken. Und es kann sicher sein, obwohl ich die wenigsten kenne, die nächsten 100 sind genauso wunderbar wie die ersten 100. Und jetzt die Arie Nummer 5. Karl, könntest du uns in den Text einführen, bitte? Wie schon gesagt, haben wir hier die Parallele zu Nummer 1. Dort ging es um Treu und Güte. Hier wird das weiter entfaltet. Treu und Wahrheit sei der Grund. Wie von außen Wort und Mund sei das Herz von innen. Also das wahre Gegenteil eben von Heuchelei, sondern die Offenheit und Ehrlichkeit, gütig sein und tugendreich, macht uns Gott und Engeln gleich. Hier versteigt er sich in ziemliche Himalaya-Höhen. Es heißt zwar, also im 8. Psalm zum Beispiel, Gott habe die Menschen wenig niedriger als Engel gemacht. Und das ist eine Psalmstelle, die übrigens dann im Neuen Testament im Hebräerbrief aufgenommen und zitiert wird. Aber dort eben im Zusammenhang, dass wenn Jesus seine Jünger und Jüngerinnen seine Brüder und Schwestern nennt, dann sind wir also eben indirekt auch Kinder Gottes. Also man muss es in diesem Sinne verstehen. Mögen Sie sich an die Quinte erinnern am Anfang, die ich erwähnt habe?
Die Quinte, die Hornstimme bei Mozart, das innere Leuchten, das haben wir hier auch. Sie können gerne nachschauen bei Eduard. Drei Zeilen, in der oberen Zeile die beiden Oboe d'Amore, weiche Seeleninstrumente. Und dann hier nicht der Alt, sondern der Tenor in einer recht ungewohnten Rolle. In der zweiten Zeile und im Basso Continuo. Ich besetze das mit Fagott und Violone. Treu und Wahrheit sei der Grund. Jetzt können Sie diesen Ton bitte für mich singen. Sie sind treu und Grund. Bitte lassen Sie ihn klingen, resonieren. Treu und Wahrheit sei der Grund. Nicht, dass dieser Ton immer erklingt, aber er ist ständig da. Die Oboe 1 beginnt mit diesem Thema. Hören Sie? Jetzt der Bass. Tim, pam, pim, pim, tararididim. Aber die zweite Oboe macht auch mit. Ich singe sie. Tam, tari, na, tari, na. Ich habe das Ritornell und die ersten Takte der Arie eingespielt. Jetzt die Bassgruppe. Jetzt nochmals die Bass. Jetzt kommt der Tenor. Treu und Wahrheit sei der Grund. Der Bass. Treu und Wahrheit sei der Grund aller deiner Sinnen. Und dieses immer wieder Erklingen dieses Quinttones, nicht des Grundtones, erfüllt. Deiner Gegenwart Gefühl ist der Engel, der mich leite. Das ist die vierte gesungene Strophe aus dem Landsgemeindelied. Alles Leben strömt aus dir. Und dann einen Schlusschoral zu finden. O Gott, du frommer Gott, du Brunnquell aller Gaben, ohne den nichts ist, das ist, von dem wir alles haben. Also Landsgemeindelied. Gesunden Leib gib mir und das in solchem Leib. Das ist ein Detail schnell, das ich Ihnen noch schnell zeigen möchte. Das ist der gesunde Leib. Und gesunden Leib gib mir. Rein, weich, harmonisch. Und jetzt in diesem Leib die unverletzte Seele. Hören Sie die Musik. Und das in solchem Leib. Verminderter Akkord. Moll. Trugschluss. Also er weiß um den Leib. Er weiß um den Menschen. Er weiß um die Erbsünde. Er weiß um die Heuchelei. Er weiß um alles. Und dann die unverletzte Seele. Und unverletzte Seele und rein Gewissen bleib. Mit diesem berühmten Amen-Schluss aus den Bach-Kantaten. Ein herrlicher Schluss. Karl, wie findest du eigentlich diese Schlussstrophe? Sie ist, wie uns immer wieder begegnet, natürlich sehr passend. Vielleicht etwas, das noch ein bisschen irritiert, wenn es heißt, oh Gott, du frommer Gott. Da ist fromm noch im ursprünglichen Sinn gemeint. Es ist ursprünglich kein religiöses Wort, sondern fromm heißt eigentlich förderlich, hilfreich, nützlich.
im Neuen Testament im Gleichnis von den anvertrauten Talenten, als der Knecht kommt, der sein Talent da gut bewirtschaftet hat und das Doppelte jetzt bringt, zu dem sagt der Herr: Komm, du guter und treuer Knecht, ich will dich über vieles setzen. Luther übersetzt: Du frommer und treuer Knecht. Ein frommer Knecht ist also ein zuverlässiger Knecht, dem man etwas anvertrauen kann und weiß, dass bei ihm das Geschäft gut aufgehoben ist. Das ist eigentlich noch wichtig, dass man das weiß. Nun zu dieser Frage, ob du glücklich bist mit dem Text. Bin ich? Ich hätte allerdings gern, wenn noch eine weitere dazu. Das war der Pass, genau. Den will ich Ihnen nicht vorenthalten. Das ist dann die dritte Strophe dieses Liedes. Das ist ein Morgengebet für Parlamentarier und andere Vielredner. Sie heißt: Hilf, dass ich rede stets, womit ich kann bestehen. Lass kein unnützes Wort aus meinem Munde gehen. Und wenn in meinem Amt ich reden soll und muss, so gib den Worten Kraft und Nachdruck ohne Verdruss. Sie sehen, Karl hätte wahrscheinlich mit Johann ein Bier getrunken und gesagt: Warum nicht den? Was wunderschön ist, ist dieses Preisende und Lobende, denn die Orchestermusiker haben nicht nur die Kollapartierung, das heißt die Stimmen zu spielen, sondern machen noch ein Zwischenspiel. Für den Schluss unserer Einführung noch einige Takte. O Gott, du frommer Gott, du Brunnenquell, eigentlich ähnlich wie beim vor dem Choral. Hier beginnt der Choral direkt, aber hier ein Vorspiel und dann das Einweben einer Idee. Eine herrliche Bachsche Lösung, die wir immer wieder antreffen und die uns sehr ins Herz spricht. Ihnen einen besonders schönen Apéro jetzt. Lassen Sie die Gläser klingen. Schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns immer, dass Sie so zahlreich zu uns kommen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.